kann sein, ich habe gleich, wie das losging, wie ich in eine Psychiatrie sollte am 14.01.2010, wo die Polizei da war, die mich natürlich nicht mitnehmen konnte, weil ich voll ansprechbar war und nichts gemacht habe und so. Und da war wohl irgendwas, dass sie wohl so einen Befehl gekriegt haben oder so. Und jedenfalls habe ich ja danach gleich gekontert und habe Rostock angerufen. Genau. Und habe sie zur Rede gestellt, mit dem Land und so weiter und den Terror auf dem Land. Die waren ja nicht kooperativ und ich habe sofort den Nächsten gebeten, dass ich mit dem Nächsten sprechen kann, weil mit dem Ersten kam ich ja gar nicht zurecht. Und wenn das echt war und wenn das Ausland das gehört hat, wie die darauf reagiert haben, möchte ich nochmal erinnern, weil da nicht so viele Deutsch können. Hören sich das mal an, hören sich mal deren Stimmen an, hören sich mal an, wie wütend die waren und wie sie mir noch erzählen wollten, ich kenne die Entfernung nicht von Deko zu meinem Land da und so. Und dass ich die aber ziemlich fast auf einen halben Kilometer genau gesagt habe. Und sie wissen ja, was ich da gesagt habe und wie ich die vorhatte. Und wenn das dann auch mit der Staatsanwaltschaft richtig war, bei der Generalstaatsanwaltschaft, den ich dann auch aufmuntern musste, weil der hat die Zähne gar nicht auseinandergekriegt, der hat blanke Angst gehabt. Also kannte der den Geist auch genau. Dann hören Sie da noch mal rein. Ich hoffe, dass es echt war. Ne? Also spulen Sie zurück, das war 2010. Das war entweder noch im Januar oder im Februar, ich weiß nicht. Ich glaube gleich im Januar, ne? Oder im Februar. Ich weiß es nicht, weil da wurden wir immer noch betäubt und auch weggenommen und so, aber ich hatte so eine Wut und deshalb habe ich sie gleich in ihren eigenen Nest, in ihrem eigenen Stasi-Nest angegriffen, diese alten Volkspolizisten. Und die sind mir so dämlich gekommen und danach waren sie aber ganz friedlich. Ja. Weil, ja, deshalb durfte ich auch nicht telefonieren, weil, na, sie sollten Bescheid wissen. Sie sollten wissen, wer der Psychologe ist und wer sich sofort anpasst und wer sich denn auch durchsetzt am Telefon. Ne? Und das ist mir aber egal, was andere meinen, was sie können. Wenn sie kriminell sind, dann werde ich deutlich. Und dann kann ich auch am Telefon bullig werden. Und ja, das möchte ich dann nochmal sagen. Wir nehmen heute fast an, es ist echt. Dann möchte ich nochmal unterbrechen.